Die Gerüchteküche brodelte ja im Vorfeld schon gewaltig. Was wird Nokia heute vorstellen? Sind es am Schluss sogar Android-Phones? Als Steven Elop, Chef der Handysparte, dann endlich die Bühne betrat, wurde das Geheimnis gelüftet. Ja, es sind Android-Phones. Und zwar gleich in dreifacher Ausführung. Hier haben wir die große Version, das Nokia XL. Und hier daneben haben wir das Nokia X. Nur weil sie jetzt mit Android-Betriebssystem laufen, heißt nicht, dass sie jetzt auf einmal zu Google gehören würden. Sie gehören natürlich weiterhin zu Microsoft, was man zum Beispiel auch an den integrierten Apps sieht. Und das hat Steven Elop auch nochmal betont. Es ist zum Beispiel standardmäßig Skype integriert, aber auch der Microsoft Cloud-Speicher OneDrive spielt eine wichtige Rolle. Da bekommt nämlich jeder 7 GB. Also man landet nicht in der Google-Datenwolke, sondern in der Microsoft-Datenwolke. Weiterhin. Das ist Nokia auch wichtig. Die Nokia X-Modelle stellen so etwas wie den Gegenpol zu den sehr erfolgreichen Nokia Lumia-Modellen dar und sind preislich auch sehr günstig. Sie sind ab bereits $89 zu haben. Das Nokia XL kostet $109 und da gibt es dazwischen noch das Nokia X Plus. Das ist für $99 zu haben.